Hallihallo allerseits und herzlich willkommen zurück. So, nächste Aufnahme hier mal mit den GeForce Experience. Ich bin gespannt, ob das besser ist oder ob es hier ja doch mehr ruckelt, weniger ruckelt, wie auch immer. Dieses Teil ist da noch so ein Rahmen drumherum. Ne, das ist doch das Ding, ne? Ja. Okay, dann gehört das schon mal zur Tür. So, wo sind unsere Spikes da? Ich will mal was gucken. Holzbogen. Der müsste dann dementsprechend jetzt eigentlich auch in Stufe 4 sein, oder? Ja. Was macht der denn dann irgendwie mehr? 25 zu 45, 31 zu 55. Okay, auf jeden Fall besser. Zack. Und zerlegen. Das gleiche gilt ja wahrscheinlich für Steinaxt, wa? Dann machen wir jetzt hier mal eine Steinaxt. Fertigen. Und die kann zerlegt werden. Wieso kann ich die nicht zerlegen? Wahrscheinlich, weil das Tatzas Steinaxt ist. Wer auch immer Tatza ist. Aber nun, egal. So, den eben aufwerten. Zack. Mal rein da und verbessern hier. Oh, was ist nochmal mit der Axt los? Die flog ja. Das war auch gerade nicht so ganz normal. Zack. Ne, jetzt sieht es auch wieder ganz normal aus. Ach man, keine Pflastersteine mehr. Machen wir ja nochmal 100 Stück schon mal. Wir wollen den Zombies ja schließlich nicht die Möglichkeit geben, das denen einfach zu machen, dass sie auch so ohne weiteres reinkommen, ne? Das hatten wir jetzt nicht vor hier. Da oben diese Holzspikes, die müssen wir auch noch weiter drumherum setzen. Okay. Das alle Dinge mal weg.
So, komm, zwei Stück noch. Da haben wir die wenigstens weg. So, würde ich nicht sagen, fangen wir hier nicht mal an, wa? Einmal so drumherum. Sieht ja irgendwie schon cool aus, so, wenn sie es hier anguckt. Schönes Bildchen vom Machen, ne? Die stellen wir so. Wo knurrt schon wieder ein Zombie? So, hier, wie ich das hier beim Eingang mache, weiß ich noch nicht so recht. Was ist das hier für ein Bohnen? 1500. Okay, er läuft da ein. Tja, ich weiß auch nicht, ob ich hier so einen richtigen Stein so vorsetze und dann von hier aus da quasi hinüber springen. Dann links und rechts daneben auch noch jeweils ein Stein. Ah, ich glaube, ich weiß schon, was ich dahin mache. Ich mach das anders. Mal hoch. Mir war da gerade schon wieder ein kleiner Ruckler. Und zwar machen wir das. Haben wir hier sowas schon? Nee. E. G. Und zwar hier Eisenstange. Fertigen und mal zwei Stück mittig. Dann mache ich die auch normal. Nicht, aber ich mache die mittig. Einmal vier Stück. So, kommt das Ding mal hier hin. Können wir im Moment eh nichts mehr anfangen. So, und derzeit, wo die herstellen, können wir hier eben, da haben wir, da, ja, mach, fangen wir jetzt hier an, wa? Hauen wir die hier dann weg.
drei Stück manchmal hier fertigen. Ach ne, muss ich es in einen aufwerten, ne? Sonst komme ich da nicht mehr ran von denen. Oh. So, gucken, wie weit ist er hier. Ein Haller schon mal. Könnten wir gleich auch noch verbessern. Ah, jetzt haben wir wieder keine... da so rum. Vier Stück ist mal. So. Der so daran. So. Dann hätten wir hier quasi direkt darunter ein weg. Quatsch, da wäre direkt, zack, dann wäre ein weg. Dann ist er zwei weg. Zwei weg müsste, glaube ich, reichen, ne? Dann machen wir es so, dann können wir dann ein bisschen besser Anlauf nehmen. Zack. Und wir können nicht runterfallen. Sehr schön. Gut, das ist doch gut. Dann holen wir jetzt schon mal hier Stahl, dann können wir die Tür da unten noch einmal verbessern. Und geschmiedetes Eisen, meine ich. Stahl. Was habe ich jetzt denn gesagt hier? Jetzt habe ich irgendwie den Dings zerlegt. So, und weißt du was? Was mir so richtig auf die Nerven geht? Lederponcho. Leder. 20. Haben wir so viel? Ja. So, Poncho fertigen. Da ist ja sowas von nervig hier mit der Wärme. So, jetzt war nix wie rein hier. Ich glaube, dann brauchen wir so 52 oder 53, um einmal ums Haus drumherum zu kommen, ne? Wenn ich das richtig gesehen habe.
Den können wir schon mal wieder mitnehmen. Die können hier wieder rein. Da, Heat-Resistenz 13. So. Sagt er jetzt denn hier? Fühlt sich an wie 21 Grad. Siehst du, jetzt ist ihn auch nicht mehr so heiß. Die lehmige Erde behalten wir mal noch eben. Dann können wir nämlich noch ein paar Steine damit herstellen. Hier benutzen. So, wenn wir morgen nochmal hingehen, ein paar Bäume fällen, nehmen wir die auf jeden Fall mit. Dann können wir nicht auf jeden Fall hier noch einige Bäume wieder pflanzen. So, lehmige Erde. Den Holzrahmen, den lassen wir auch mal drinne. Okay, zwei haben wir noch. Federn nehmen einmal auf 250 hier. Dann können wir jetzt nicht eben Pfeile hier schon mal. Wieso nur 231? Ach, wegen Holz. Fertigen. So. Dann können wir in der Zeit hier... Och, Quatsch. Das hätte ich fast schon wieder falsch gemacht hier. Die nochmal nehmen. Zerlegen. 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 Oh, Warteschlange ist bereits voll. Gut, werden die zerlegt. Ihr Lieben, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich hoffe, das mit der Qualität und Grafik ist ein bisschen besser, jetzt wo wir Experience verwenden. Muss ich mal ausprobieren, muss ich mir selber mal anschauen. Und danach, ja, hoffe ich einfach mal, dass es so weitergeht, ne? Bis dahin erstmal. Ciao, ciao.